Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Zwei sind abgeschlossen, dann eigentlich sogar drei. Also müssen noch wieder ein paar neue her und ja. Ich würde sagen, The Long Dark gesellt sich auch dazu. Ja. Das Spiel habe ich irgendwann mal auf GOG gekauft, das ist irgendwann mal eingebaut, war keine Ahnung, ist schon eine Weile her. Warte, ist das so? So. Ja, wenn ich mal im Hauptmenü The Long Dark, ich mache jetzt die Optionen. Qualität, Ultra. Ja, kann man, denke ich, machen. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, worum es im Spiel überhaupt geht. Und guck mal, Galaxy Release. Ich habe Gog Galaxy gar nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine ganz normale DM Fire Download. Na, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mit Wintermute und machen mal ein neues Spiel. Episode 1. Geh nicht gelassen. McKinsey und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. McKinsey kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Bin ich aber gespannt. Fähige Überleben der... Vor allem Hauptsache genderneutral. Für Spieler mit gewissen Erfahrungen, die eine Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf suchen. Wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Überlebensmechaniken sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich Ressourcen. Ah, okay. Machen wir mal so Medium. Medium Rare. Story-Modus benennen. Let's Plays. Yay. Annehmen. Boing, boing, boing. Oh, nee. Oder Wölfie. Wölfie. Das ist süß. Das ist ein süßes Hündchen. Du. Astrid! Au! Was, wie, wo? Willst du mit Gamepad spielen? Oh ja, perfekt. Ah, okay. Metalle entfernen. Aua. Gut, aber ich weiß, dass ich so ein riesiger Fütter in der Hand war. Ist ganz schön laut. The Long Dark. I need to find some shelter from this wind. Kapitel 1, das Überleben der Stärkeren. Ja, sie sagt ja schon, ein abgestürztes Flugzeug. Können wir da noch irgendwas retten, oder? Weiß nicht. Oi. Da oben hängt noch ein bisschen Flugzeug ab. So, ein Karton. Kann man dann nehmen? Ah, okay. Zünderbündel. Okay, man kann die Sachen also so. Stoff. Und mit. Aufgerollte Zeitung. Auch anzünden.
Stock auch mal mit. Noch mehr Papier. Noch ein Stock. Ja, ja, ich hoffe, uns werden die Ressourcen bitte nicht ausgehen. Noch ein Stock. Noch mehr Stoff. Alter, unsere Jäger sind noch viele und Sachen drin. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich würde sagen, hey, wir versuchen den nicht mal mit einer Rückhalten. Ein Verband. Aber kannst du mir nicht anschauen. Cool. Und Antibiotika. Und noch ein Verband. Erste Hilfe, untersuche deine Behandlung und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten, in der Wildnis zu sterben. Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü wählen. Okay. Dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung ist das A und O des Überlebens. Wenn du nicht sicher bist, wie du die Funktion nutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. Okay, wir haben auch Gewicht. Vielleicht können wir nicht zu viel rumschleppen. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen und Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst folgendes: ein Zünder, Zunder, Brennstoff. Mit der Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brennstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus. Mit einem aktiven Feuer kannst du kochen, kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Ist das ein Tierskelett oder ist das ein Menschenskelett? Wo ist denn das Kreismenü? Feuer machen. Brennstein eine Stunde Feuer machen. Ah, okay, so ist das gemacht. Du musst es aussehen, was du machen willst, und dann dauert eine Weile, bis er das macht. Feuer machen. Das sah wirklich sehr lange nach vorne, aber na gut, er muss es wahrscheinlich auch so mit so einem kleinen Stäbchen so warm reiben. Fire is life out here. Easy. Ja, sogar ein bisschen Licht. Was ist das denn? Okay, kann ich nicht mitnehmen. So, Lichtquellen, erste Hilfe. Ah, okay, das ist dann erstmal so mal was hat. Rechter Fuß, wir hätten noch was in der Hand. That's all I have in me. I'm gonna lay down before I fall down. Ah, er legt sich jetzt selber hin. Okay, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie selbst mich hinlegen. Zweiter Tag. Ich bin gespannt, wie hart ich es verkacken werde. So thirsty. Gotta be a way to melt some snow. Der Zustand ist ein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder im Kreismenü siehst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Easy. Also können wir auch in Übermüdung wahrscheinlich sterben. Wir brauchen also was zu trinken. Streng genommen ist hier eine Menge Wasser. Also. Better see what I can use. Weil hier relativ viel Eis ist. Hat er jetzt eigentlich gesagt gehabt? Ich hab's nicht gecheckt. Oh, wir lassen sogar Fußspuren, das ist cool. Und wir verlieren wir Blut oder was sind das für rote Tropfen? Oder auch nicht.
Also da ist unser Lager. Also unser Lager, dieser komische Höhle. I could eat anything right now. Ist denn überhaupt irgendwas? Und du kannst auch einfach ein bisschen was von dem Schnee nehmen und den schmelzen. Und dann hast du wenigstens ein paar Aufwasser trinken. Wäre jetzt so meine Idee. Damn it. Ah, wo ich ihn jetzt verbrauche, weil er wirkungslos war. Lichtquellen. Need water. Ja, ich weiß, dass du Wasser brauchst, aber das habe ich schon gecheckt. Das nehmen wir mit. Jetzt sind wir gedrückt halten, die Sachen zum Durchsuchen. Einmachpackung, moderne, hochwertige EPA, die streng genommen echte Lebensmittel enthält, sorgt dafür, dass Soldaten nicht auf die Stiefel kippen. This will come in handy. Holzstreichhölzer. Plastikbehälter durchsuchen. Schauen, was wir da so drin finden. Antiseptikum. Holzstreichhölzer. Ist auch schon was. Auseinandernehmen. Ah, das kostet auch uns ein bisschen Energie. Brandbeschleuniger. Fingers feel numb. Ich weiß nicht, ob ich was zu trinken für den Herrn finden soll. Ich sehe ja schon, komm, wir kippen mich erst direkt aus den Latschen. Something to eat. Ja, ich weiß, ich will gerade ein Feuer machen, Junge. Kontur nimmt auch gerade stark ab. Feuer machen. Das jetzt mit schneller gehen. Ey, hier haben wir ja Streichhölzer, dachte ich. Also, das ist auch mal ich gerade ausgewählt. Ich habe das Falsche genommen. Keine Ahnung. Aber ich meine, da ist so viel Schnee. Wieso tauchst du den nicht einfach, Junge? Nimmst den. Sammelst den ein. Tauchst du ihn mit dem Feuer oder sowas. Kannst auch abkochen, wenn du möchtest. That didn't work. Echt jetzt? Streichhölzer. Es kann auch schief gehen, Feuer zu machen. Das ist ja gemein. Come on. Come on. Das ist ja fies. Na gut, aber irgendwo macht es ja auch Sinn, wenn du halt irgendwie das Ding nicht angezogen hast, geh wieder aus und dann ist das Feuer Holz irgendwann braucht. Damn it. Ist okay, ich verstehe schon. Essen wir erstmal was. Oh, du kannst neu anmachen. Vielleicht ging ja deswegen das andere nicht. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht unnötig Ressourcen für verbraucht. Das wäre nämlich fies. Ich habe mich schon gewundert, dass du es auch irgendwie nicht mehr mitnehmen kannst oder so und einfach dann im Weg rumliegt. Aber gut, wenn man es ja wieder so gesehen wieder anzünden kann. Jetzt irgendwie das andere nicht funktioniert, weil ich dachte, du hast denn hier schon ein Lagerfeuer, das zählt nicht. Well, that didn't work. Ach komm schon. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Come on.
that didn't work. Ja gut, das haben wir nicht nur zum Zündeln. Das war's, wir sterben. Ja, wir werden sterben. Sowas von. Too cold to think. Zueinander nehmen. So machst du aus Feuerwasser. Mit Feuer kannst du Schnee und Wasser schmelzen. Schmelzer allein reicht aber nicht, um Trinkwasser herzustellen. Wenn du Brennstoff hast, solltest du das Wasser danach kochen. Bakterien, Parasiten oder Verunreinigungen zu entfernen. Wasserbehandlungstabletten reinigen nicht trinkbares Wasser, ohne deinen Brennstoff zu verschwenden. Ja, ich hab ja nicht mehr. Der will ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie ich den Schnee sammeln soll. Ich glaube einfach hier, dass ich den Brandbeschleuniger da reinpacken soll. So. Lagerfeuer. Altholz reinlegen. Essen. Schneeschmelzen, aha. Jetzt verstehe ich das. Ich muss das gar nicht irgendwie vorher erst einsammeln. So, Wasser kochen. Hm, das habe ich mir ganz gedacht. Das muss man so gehen, da ist so viel Schnee und so ein Zeug. Besser noch ein bisschen Schnee. Oh, es ist ausgegangen. Kacke. Daran habe ich nicht gedacht. So, also wir haben jetzt was zu trinken. Shit. That cut smarts. Ich hab das doch abgekocht. Better make sure it doesn't get infected. Turned out pretty well. Trinkbar, nicht trinkbar. Ein bisschen Brennstoff. Und 2 Liter trinkbares Wasser. Nicht quellen. Ah, Holzstreichhölzer, okay. Lageraktion. Gut, aber vielleicht können wir so wieder ein bisschen raus und ein paar mehr Sachen einsammeln. Wir brauchen halt echt mehr Holz, sonst. Das Feuer da aus. Lass mal alles Holz hier mitnehmen.